So, Leute. Willkommen zum nächsten Teil von, also nächsten Folge von PMD Retteteam DX. Nur kleines Problem gerade. Ich wurde bei meiner Aufnahme erst am Ende von der letzten Folge, jetzt am Anfang von der nächsten Folge unterbrochen. Hab das Spiel danach beendet, weil ich eben dann weg musste. Hab meine Aufnahme weiter zu machen. Ja. Jetzt sitze ich hier und, also. Sorry, was jetzt passiert ist bei den letzten beiden Aufnahmen. Ende von der letzten Aufnahme ist Dicktree aufgetaucht und hat gefragt, ob wir ihm helfen können. Jetzt eben vorm Haus, als wir rausgekommen sind, nachdem wir aufgewacht sind, ist er nochmal aufgetaucht und meinte, dass Dicktree entführt wurde vom Panzer Eron auf den Stahlberg oder wie das Ding heißt. Und würde ich einmal sagen, wir preparen uns jetzt mal ein bisschen auf den Auftrag. Und wir müssen mal anschauen, was wir denn so haben. Also, Energieball wäre halt schon was, aber haben wir das Geld dafür? Wir müssen ja was in der Bank liegen, ne? Nee, ich werde nicht abheben. Heal-Bub. So, Top-Ether halt, nice. So, haben wir jetzt irgendwas, was wir den vielleicht verkaufen können für Energieball? Weil Energieball wäre halt schon echt krank. Theoretisch ein Top-Ether. Aber wie viel hat es gekostet? Energieball. 2250. Wir haben noch irgendwas bei uns im Lager, was man verkaufen kann. Vielleicht durch einen Auftrag oder sowas. Was dir noch ein bisschen Geld bringen würde. Weil Energieball hätte ich schon gerne. Ich weiß nicht, wie viel. Die beiden Bänder hier bauen wir. Ich bin echt der größte Fan von diesen Bändern in PMD, muss ich wirklich sagen. Einmal nicht so der große Fan von Trage-Items, aber nur. Nee. Nicht meins. So, wie viel können wir denn für die beiden Bänder da bekommen? 400 und 700, das wäre jetzt schon mal ordentlicher Cash-Boost. Heißt, wir können uns jetzt theoretisch hier, Energieball holen. Und hätten dann so auch Geld übrig. Heißt, Energieball. Wobei, brauchen wir es vielleicht nicht? Eigentlich haben wir Samenbomben. Ah ja. Lass mal erstmal. Vielleicht gibt es immer noch was Besseres, vielleicht mit Feuerriegel oder so. Einzahlen. So. Ich glaube, sonst gibt es hier gerade nicht groß viel, was wir noch machen wollen. Folglich, let's go for the Stahlberg. Für Stab-Pokémon sind wir eigentlich mit Folge ganz gut gerüstet, würde ich jetzt auch mal sagen. Und ja, deswegen würde ich sagen, geht's zum Stahlberg. Da werden wir. Der Stahlberg. Der wurde also auf den Hügel versteckt. Ganz genau. Hilfe befinden sich auf eben in der Nähe. Danke für eure Hilfe. Auf Wiedersehen. Warum ist eigentlich immer so unfreundlich, der Junge? Okay, auf geht's. Ja, Stahl-Pokémon. Das ist jetzt nicht so unbedingt das beste Matchup für mich als Visaflor. Trainingsschalter, nice. Aber wir können mal gucken. Aber da haben wir schon das erste Pflanzen-Pokémon, okay? Samenbomben, go. Ich glaube, durch die Trainingssamen kriegen wir dann auch mehr EP. Heißt, wir werden so viele wie möglich wegknüppeln, bevor wir durchkommen. Samenbomben nochmal. Gut. Fertig. Lass mal Igelsamen benutzen, weil wir es da bisher noch nie benutzt haben. Aber ich glaube, das lohnt sich wahrscheinlich später, wenn wir dann später bei Panzeron sind, dann halt das Ding zu Igelsamen. Wenn man wieder so EP zu bekommen, ein paar KP zu bekommen, kann sich halt lohnen. Und ich soll nicht so viel rennen, einfach nur weil es auf die Ausdauer geht. Jorokbrocken und Money. Habe ich das Geld wieder abgelegt? Ja, habe ich, okay. Kurzschluss gehabt. Weil ich hier jetzt mein ganzes Geld verliere. So. Ein Mini-Believer-Samen. Nice. Warum kriegen wir sowas für den Bosskampf dann später? So, 28 Poke aufgehoben. Ah.
Was haltet ihr eigentlich davon, dass jetzt aktuell Daily Content kommt? Also, ich PMD war jetzt nicht angeschaut, weil ich das Game halt schön eigentlich Daily bringen wollte. Die ersten drei Folgen kamen jetzt auch Daily. Und da ich immer mal als feste Upload-Zeit 18:30 habe und jetzt eben SMA dann auch dazwischen kam, habe ich das jetzt eben noch dazwischen geschoben. Ich weiß nicht, soll ich das so lassen oder wollt ihr lieber, dass ich, da ich die SML quasi als, weil ich die SML quasi nach vorne und nach hinten schiebe und dann eben PMD einen festen Platz gebe, da ich dann eine Folge mehr pro, weil ich dann ein, zwei Folgen mehr pro Woche habe. Wäre halt dann wieder mehr Aufwand für mich, weil ich dann wieder mehr Folgen, so aufnehmen hätte, aber ich habe eh Bock auf das Game. Und ich glaube, das soll den Kätzchen-Laden sein, oder? Ja! Öffne Kätzchen-Laden in einem Dungeon. Du kannst dort Items kaufen, indem du sie aufhebst und anschließend Kätzchen ansprichst. Wenn du deine eigenen Items ablegst, kannst du sie auch verkaufen. Du willst auf keinen Fall P-Geld zu hinterlassen, bevor du den Laden verlässt. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Also die ganzen Orbs können wir mal angucken. Chaos-Orb. Stopper-Orb. Georg-Brocken. Ich will mir mal, dass ich mal so einen Stopper-Orb mitnehme, falls es irgendwie mal zum Fall kommt, dass hier irgendwelche Monsterräume kommen. Nicht genug Geld, okay. Dann würde ich sagen, wir schauen mal in unsere Sammelbox, ob irgendwas zum Ablegen ist. Legen einmal die neuen Georg-Brocken ab. Jo. Genau, so läuft das. Perfekt. Okay, da kommen jetzt. Greifen wir Boss an, kriegen wir einen Hieb. Eine Glut von Feuerregen hinterher und fertig. Ja, wenn es immer so läuft. Ja, also sagen wir mal so. Sagen wir jetzt hier nicht irgendwie Scheiße bauen beim Kick-Dion-Laden. Da gibt's ja genug Leute, die deswegen dann schon aus dem Dungeon rausgeflogen sind. Weil die Sache ist, dieses Kick-Dion ist insane. Das ist komplett insane. Vielleicht bauen wir jetzt halt mal einen Apfel rein. Weil es mit Außer jetzt schon echt heavy wird hier. Weil die Sache ist, man kann ja theoretisch wechseln zwischen den beiden Partnern. Wenn ich jetzt schon einfach den hier machen, damit Folge rumspielen. Würde ich auch machen, wobei ich da jetzt nicht so der große Fan von bin. Aber erstmal sollen wir hier die Items einsammeln. Wieder wechseln. Ups, ja, Angenhieb. Ich bin mir auch ein bisschen verwirrt, dass es eben das mit A jetzt geändert ist. Das finde ich immer noch ein bisschen strange, da habe ich mich immer noch nicht so dran gewöhnt. Aber, wenn es sich ja auffällt, ich glaube, heute ist die Show mal ein bisschen synchroner als bei den letzten Aufnahmen. Dass es schneller reagiert, was sich ganz cool ist. Aber ich will gerne noch zu den drei Items da links oben. Einfach, weil Items immer geil sind. Sagen wir mal, go. Man sollte sich zwar so wenig wie möglich bewegen, durch diese ganze Sache mit Ausdauer und so, aber. Also, wie heißt es so schön? So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Wie mein Deutschlehrer mal gesagt hat. Weil ich ihn wieder enttäuscht habe. Weil ich in Deutsch absolut Niete war. Wo es ja nicht mal am Sprachlichen lag, sei einfach nur daran, dass ich unfähig bin, Texte zu schreiben. Ganz kritisch. Nochmal zusätzliches Zitat von meinem anderen Deutschlehrer, den ich dann auch im Abi-Jahrgang hatte. Als mir meinte, jo, sorry, aber ich hab deinem deutschen Abi 2 Punkte gegeben und ich wusste, 3 Punkte gegeben und ich wusste, dass es anfechtbar wird. So viel dazu, ne? Oh, wie gesagt, go. Wobei der down ist, oder? Na, geil. Weil so viel dazu, das. Ja. Wollte ich nur gesagt haben. Um mich mal wieder zu blamieren. Let's go. So. Möchtest du weinen? Jo, möchte ich. Jetzt sind wir schon E5. Also geht das an sich recht schnell voran hier. Ist auch nicht so erwartet, also. Wir sind immerhin jetzt schon Ebene 5. Wir müssen bis Ebene 9. Und die Folge dauert kaum mal 10 Minuten. Wenn davon noch Dialog und Marktplatz und sowas.
Summon, go. Dieser Move ist so krank jetzt am Anfang, das ist insane. Ist nicht sehr die gleiche Musik wie im PMD. 2 in der Ampere-Ebene? Ich meine, ich halt irgendwie so mega bekannt vor. Und PMD 2 war ja sich mein erstes Pokémon, weil wie man vielleicht weiß, mein erstes Pokémon-Spiel. Heißt, ich kenne dieses Spiel sehr gut. Also halt die Story vor der After-Story. Also die Main-Story kenne ich sehr gut. Von den Games. Easy Doppelangriff mit Samenbomben und dann gehen wir auf Ebene 6. Ah, hier ist ja noch der Untergrund. Nice. Was war ja. Und Blut ist natürlich wieder leer, weil da wieder spammen muss wie ein Bot. Verstehst du allgemein nicht, warum müssen. Kann man das irgendwie einstellen, dass die nicht durchgehend am Spam sind, die Mails? Weil ich finde es schon ein bisschen nervig, wenn, wenn dann irgendwann einfach Folge einfach so gar keine AP mehr hat auf seinen Moves, die er auf Range benutzen kann. Also, oder dass vielleicht auch mal andere Moves anstatt immer nur Glut benutzen. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn der halt wirklich durchgehend leer ist mit seinen AP. Wobei, ja, wir sind jetzt auf Ebene 6, wir haben noch 3 Ebenen, ich kann ja auch einen Top-Ether reinhauen, so ist nicht. Gut, go. Erst wieder Spam, du. Ah, oh, da ist ein Stollenjur. Es wäre cool, das als Mate zu haben. Möchte ich sagen, ich bin ja sehr großer Fan der Entwicklungsreihe. Ja, ich bin gefinscht. Ich bin ein sehr großer Fan der Stollenjur-Entwicklungsreihe. Folglich, ich fände es schon sehr cool, wenn wir das hätten im Team. Auch wenn das ja. Ups, ich bin behindert. Auch wenn es ja ein bisschen blöd ist, so von da. Ich kann nicht mehr reden. Obwohl, konnte ich noch nie. Ja, auch wenn es ein bisschen blöd ist von der. Mit diesen Teammates immer, einfach weil man die am meisten an einem bestimmten Teil der Story nicht mitnehmen kann. Also, soweit ich weiß. Kann anders sein. Bin mir nicht sicher. Aber ich hab's halt so im Kopf. Auf sowas soll man sich bei mir nicht verlassen. Und Folge geht ein Level ab und wir haben noch 29 Magen. So, Wunsch gefüllt und wir haben hier eine Treppe. Heute gehen wir jetzt auf E7. Haben wir jetzt noch 2 Stockwerke vor uns, bevor wir dann zu dem bösen, bösen Panzeron kommen. Oh, ich mag die Musik, die ist cool. Die ist unfassbar cool. Einmal PMD-Musik ist göttlich. Eine der Spielereien mit der besten Musik überhaupt, meiner Meinung nach. Also, was, ich glaube, sind die Spiele noch von Chanceoft? Ich glaube, ja, also zumindest die früheren waren es ja und die waren von der Musik her so krank. Also, eigentlich den ganzen, okay, ich bin gleich wieder da. Kleiner Cut, jo, bin wieder da. Mein Mann wollte mich kurz sprechen, ja. Werde ich wahrscheinlich einfach kurz rauscutten. Also ich habe jetzt ja die Aufnahme so schön unterbrochen. Folglich muss ich das auch rauscutten. Ja. Also diese Klinge, das ist einfach, wenn meine Eltern mich kurz sprechen wollen und so. Das, ja, ist einmal ein bisschen blöd, ja. Aber sag mal so, ich nehme ja immer noch mit Headset auf und, also mit meinem aufgenommenen Headset auf und aufgesetzten Headset so rum. Und da höre ich meine Eltern auch recht schlecht sonst, aber ja. Lässt sich regeln, das Ganze. Dann haben wir wieder Geld gefunden und dann noch eine Ebene bis zum Gipfel, nicht zur Gipfel. Deutsch kann ich. Handel ist das schon genug. Samenbomben. Als wenn eine Samenbomben überlebt, ist ein kleiner Stein eine Vielfachschwäche. Finde ich so unrealistisch hier. Und Blut wird geboostet. Ich bin unfähig.
Ich bin klinisch unfähig. Lalalala. Top Ella, Sinebeere. Nice. Haben wir noch ein Item? Das ist noch eine Sinebeere. Nice. Kommen wir jetzt ja auch direkt zur Treppe. Zu Panzeron. Wobei ich eigentlich hier drin noch gerne irgendwie ein Level abgemacht hätte. Weil ich glaube, Level 13 lernt, Level 13 lernt Bisasam 100 EP noch. Das mache ich noch, weil auf Level 13 lernt es, glaube ich, Schlafbruder. Was für so ein, Boss in einer, also was für so ein Typen in einer, im Dungeon eigentlich praktisch sein kann. Sollen wir noch genug Leder finden irgendwie? Anhieb. Ist leer. EP, EP. Ich brauche EP. Und hoffentlich bin ich noch bevor der. Oh, Alter, Pinsel, krank. Flammbad und Blut bitte hinterher. Oh, nice. Alter, was ich für ein Level abgereicht hat. HPs. Okay, das ist ein neuer Gegner. Und es ist noch ein Pinsel. Blut, Blut. Gift. Und Level ab. Für uns hier und. Gibt's irgendwo zwei? Ja, in der Def und im Spezialangriff. Und im Beendet. Nice. Ich habe versucht Giftpuder. Aber Giftpuder wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich Schlafpuder. Ich bin unfähig. Ich kurz zu lernen. Ja. Ich habe nicht erlernt. Schlafpuder. Ja, genau das wollte ich haben. Ich will die Frage, wenn ich Move ich dafür wegmache. Und ich glaube, mache ich das sicher rein. Nicht dafür weg. Weil Schlammbad will ich noch haben, wegen, so, wegen verschiedene Pflanzen-Pokémon und sowas. Sambomb will ich noch haben, für den Damage. Und Ranghieb, okay, man hat zwar Range, aber brauchst du es jetzt jedes Mal. Und vor allem, ohne Range-Angriffe kann man gleich mal den Gegner näher kommen lassen, wenn man einfach mal ihn auf A drücken kann. So, damit kann jetzt wieder zusammen Schlafpuder. Und wir gehen zu Panzeron. Sieh mal, Patrick. Da drüben ist Dick da. Hey, ist alles in Ordnung. Wir sind hier, um dich zu retten. Ich habe Angst. Sieht das geil aus. Holy shit. Hey, ihr da. Was glaubt ihr, was der tut? Wir sind hier, um Dick da zu retten. Lass ihn sofort frei, Panzeron. Wie könnt ihr es wagen? Das ist alles seine Schuld. Dann krieg ich kein Auge zu, weil ich hier herummord. Was heißt du, Herr Bocken, wie er sich die Wahnsinnige unter der Erde herumbuddeln? Aber es stimmt doch gar nicht. Zugegeben, in letzter Zeit gab es einige Erdbeben. Ich verzeihe stark, dass Dick da und seine Familie dafür verantwortlich sind. Seid still! Wenn ich in Ruhe gibt, dann kämpfen wir eben. Er ist weg, lass Panzeron ist aufgebrochen, um auf uns zu hören. Wir müssen wohl kämpfen. Na, da kam der Gollum so ein bisschen durch. Aber Bossmucke! Ja! Okay, packen wir erstmal Panzeron hier rein. Und probieren wir es direkt mal einzuschläfern. Und zwar Schlafbruder. In Panzeron schläfen. Das ist schon mal sehr praktisch. Weil wir sind ja Pflanzen-Pokémon, das. Da haben wir jetzt nicht unbedingt so die besten Chancen. Vor allem, wenn er sowas kommt wie Pixar. Ich probiere nochmal einzuschläfern. Ist ja recht schnell jetzt wieder aufgewacht. Blut kommt. Wir haben uns wieder hochgeheilt. Ich gehe mal einen Schritt weg. Ich müsste gerade leider Folge ein bisschen eine Sache machen lassen. Haben wir hier irgendwo einen Plosivsamen? Den können wir an den Tisch mal werfen. Drück Damage. Und der ist schon besiegt. Okay. Das ging einfacher als ich dachte. Da habe ich vorhin kürzer angezogen. Ich ziehe mich lieber erstmal zurück. Boah, sieht das cool animiert aus, holy shit. Ich liebe es, wie die Spiele aussehen, die sehen so gut aus. Hey, wir haben Panzeron verscheucht. Alles wieder in Ordnung, kannst du rüberkommen? Wie? Ich kann nicht.
Ich habe Angst. Kein Problem. Wir haben mal ruhig dich. Warte einen Moment. Ja. Ja, ne? Der ist ja aber schon weit runter. Man kann ja nicht mehr den Boden sehen. Warte, was machen wir denn jetzt? Wir können den Ampel nicht überwinden. Beep, beep. Ey, sag doch mal die Tilo von neulich. Wir haben hier vorhin erfahren. Bzzzt. Wir retten dich da aus der Luft. Beep. Habe ich an uns fest. Beep, bzzzt, beep. Keine Angst, wir sind hier schon kein Stromschlag. Bzzzt. Warte, alle Aufträge im Dungeon Stahlberg erfolgreich abgeschlossen. Ja, zum Glück, ne? Oh, ich hatte ja solche Angst. Ich verstehe sie noch nie so hoch um. Meine Füße fühlen sich immer noch so an, als würden sie auf Luft laufen. Und das, Leute, ist eine der wenigen Situationen in der Gaming-Zeit überhaupt, in der mal Dictas Füße erwähnt werden. Und die Sache ist, es hieß ja, dass sie mal Tilo Dicta rübergetragen haben. Wie hat man in dieser Zeit Dictas Füße nicht gesehen? Hat er wie bei Dictries Z-Move in Gen 7 einen riesigen Steinklotz unten dran, dass man die Füße von ihm den nicht sieht? Oder was? Ich verstehe es nicht. Meine Füße werden immer noch auf den Luft laufen. Füße? Er hat Füße? Hauptsache, du bist wieder in Sicherheit. Das ist das einzig Wichtige. Ja, vielen Dank. Oh, du wurdest gerettet. Hurra, hurra. Ja, Dicti, ey. Och, was war das? Ich höre hier etwas stimmen. Aber sie können mich ja gar nicht sehen. Unhöflich von mir. Ich bin Sektri. Ich finde es übrigens schön, wie die Farbe von Dicti einfach dauer abgefuckt ist. Also, man hat immer diese Hintergrundfarben bei den Pokémon-Bildern da. In Texten und bei. Und Dicti ist immer rot. Oh, Papa. Dicti, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Und Dicti ist ja auch dauer abgefuckt, wie man sieht. An den Augenbrauen. Oder an den Mündern. Ja, keine Sorge, ich hätte es für echt ganz, ist alles in Ordnung. Das habe ich nur Patrick und seinem Team zu verdanken. Vielen Dank für alles, ihr seid wahrhin. Die Sache ist, wenn er jetzt so mega abgefuckt ist, klingt das irgendwie ein bisschen sarkastisch. Du wärst denn nicht auch unseren Freunden, die Magnetilo zu danken. Einer hätte mir das nämlich nie ohne mal geschafft. Oh, wie unhöflich von mir, vielen Dank. Aber nein, noch. Nicht doch, piep piep. Das ist auch Ehrensache. Unsere Entwicklung ist ja schließlich auch ein Dreier gespannt. Da muss man doch zusammenhalten. Wir gucken uns doch letztlich an eine große Familie. Familie. Bzzz. Kommt Jimmy aus South Park ein bisschen durch. Ich bin beeindruckt. Nochmals vielen herzlichen Dank. Wir müssen jetzt los. Patrick. David. Vielen Dank. Lebt wohl. Ist der. Bevor ist der mich dauer abgefuckt oder was mit dem Jungen los? Bin ja nochmal beep. Oh, warte mal, lauf nicht weg. Was gibt es denn? Was gibt es denn? Möchtest du unserem Team beitreten? Eurem Team beitreten? Psst. Ja. Immerhin hätten wir unseren letzten Auftrag ohne euch nie abgeschlossen. Wir werden eure Hilfe bestimmt auch in Zukunft gebrauchen können. Meinst du nicht auch, Patrick? Ja, wir brauchen euch. Zurück zu euch. Was sagt ihr? Wollt ihr unserem Retterteam beitreten? Einem Retterteam beitreten? Einem Retterteam beitreten? Das ist ja Spaß. Bip, bip, hurra. Ich liebe es. Aber wenn ihr uns für einen Rettungsauftrag benötigt, müssen wir uns in der Nähe aufhalten, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es hier irgendwo einen passenden Ort, wo wir uns niederlassen könnten? Naja. Oh, also nicht. Schade. Dann können wir euren Retterteam leider nicht beitreten. Bzzzt. Bis dann. Das finde ich schade. Aber ja, sie haben recht. Unsere Mitschreiber müssen in der Nähe leben. Wie sollen sie umsonst in die Arme greifen, wenn wir ganz plötzlich in einen Dungeon müssen? Wir müssen Orte finden, an denen die Pokémon leben können, wenn wir wollen, dass sie unserem Team beitreten. Hey, ich hab's! Lass uns morgen gesehen zum Pokémon-Platz sehen. Du bist einen interessanten Laden, der sich Nudel auf Camp Kiosk nennt. Erstmal, als wir dort waren, hatte er geschossen. Aber hier hat er morgen geöffnet. Er befindet sich direkt neben der Snowbilly-Card-Bank. Nudel betreibt ihn. Da kann man uns bestimmt weiterhelfen. Wenn es beschlossen ist, morgen gehen wir also genau zum Pokémon-Platz. Ich werde immer noch nicht reden. Wir träumen schon wieder. Hm? Schon wieder. Dieser Traum. Diesmal sehen wir auch das Pokémon da hinten.
Welches Pokémon könnte das sein? Hm. Diesmal höre ich jetzt etwas deutlicher. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte! Erzähl mir mehr! Oh nein, er ist verschwunden. Am nächsten Morgen. So, und damit würde ich sagen, beschließen wir die heutige Folge mal. Ich weiß, ein bisschen konfus, weil ich eben zwischendurch abbrechen musste, aber nächste Woche fehlt wieder länger. Und ja. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder bei einem anderen Video, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Like da und ciao.